Im 90er war ja die Wende und da sind sehr viele ausgewandert. Und da hat man gemerkt, dass nur diejenigen, die wirklich keine Verwandten mehr haben, die blieben hier in ihren Häusern alleine. Und da musste man schauen, was macht man mit diesen Leuten, die hier allein geblieben sind. Es gab die Frau Pfarrer Pleier, die sehr sozial eingestellt hatte und die gesagt haben, wir gründen eine Gemeinschaft. Wir schauen, wo wir ein Haus haben, wo wir die Alleinstehenden zusammenbringen können, die nicht mehr imstande sind, selbst für sich zu sorgen. Und so entstand dann das erste Haus. Das war nicht viel. Der erste. Das gefällt mir. Ich verstehe nicht, was sie reden. Ich habe die Zähne drinnen gelassen. Die Zähne habe ich mir nicht hingezogen. Weil sie nicht hört. Mir hört ja nichts.